Hera ist die Stiefmutter von Herakles und es hat nicht so sehr so viel zu tun mit einem Kuss, sondern eher mit Hass, dass sie ihn nicht leiden kann. Herakles ist der Nachkomme von Zeus und Hera ist ja bekanntlich mit Zeus verheiratet. Und so versucht Hera, dem Herakles das Leben ganz schön schwer zu machen. Trotzdem, nach Irrungen und Wirrungen, nach den 12 Taten, die Herakles dann auch vollbringen muss, sitzen die dann irgendwann zusammen als Patchwork-Familie zusammen im Olymp. Und ich schwöre, bei Herakles macht frei wird es möglicherweise dann auch zu einem Kuss kommen zwischen Stiefmutter und dem Stiefsohn.